Guten Morgen, Alex, aufstehen. Kommst du raus? Die Sonne lacht und die Sonne scheint den ganzen Tag. Benny, Harry, aufstehen. Kommt hier raus? Die Sonne lacht. Es regnet nicht. Unser Tag im Zeltlager beginnt jedes Mal mit unterschiedlichen spannenden Abläufen. Während die Frühschicht sich bereits mit den ersten Sonnenstrahlen langsam wecken lässt und dann fit auf den Beinen zum Beispiel mit Hund Gassi geht oder das Feuer wieder entfacht, sodass man sich wärmen, vielleicht einen Tee oder Frühstück auf dem Feuer kochen kann, sind andere noch am Entspannen und Ausschlafen. Da kommt dann unser Weckdienst ins Spiel, der auch die letzten Lagerbewohner gegen 8.30 Uhr aufweckt. Kontrolle Schlafplatz. Back to the roots. Das Campgelände ist relativ weitläufig. Wir haben ein großes Lagergelände. Es grenzt an einen Naturpark an. Hier leben Tiere, Wildtiere aller Art und das bekommt man natürlich hier in den 8 Tagen, wo wir mitten in der Natur quasi zelten und Zeit verbringen, live mit, wenn zum Beispiel die Tierwelt Nachwuchs bekommt oder munter durchs Gelände streift. Wir sind immer hautnah dabei und das ist eigentlich das Schöne und Besondere hier im Naturfreunde-Lager. Wir übernehmen jetzt das Revier. Liebe Lagerfreunde, ganz viele von euch haben mir Kommentare und auch E-Mails geschrieben. Und liebe Zuschauer, das ist unser DJ für heute Abend. DJ Black. DJ Black. Veranstalter. Wie kann man hier draußen überleben am besten? Man muss Überlebensausrüstung mit haben, Zelt aufbauen, kleines Lagerfeuer bauen und dann am besten niemals allein. Am besten 2-3 Leute zusammenhalten. Da hat sich wohl jemand mit den Zweigen und Überresten von Waldarbeiten eine Behausung oder ein Nachtlager erbaut. Es schaut sehr spannend aus. Kein Mensch überfällt ein Zeltlager alleine. Ohne Scheiß, du hast Glück gehabt, dass du nicht einen Topf mit den Nudeln erwischt hast. Ne? Dann wären wir besser. Sonst wäre ich da echt besser. Ja, ich wusste, da waren ja Wachen drin, deswegen konnte ich ja nicht groß Auswahl. Ich glaube, wir haben ein Geräusch gehört. Überfall! Aus, aber schnell! Die klauen hier alles raus, Mann. Ja, habt das schon. Das ist ein Privatzelt. Nimm mal dein Müll mit. Das ist ein Privatzelt. Nimm mal dein Müll mit. Ja, sag ich mal. Komm, alle drauf. Alle drauf. Jawohl. Ja, ihr bis 3 Uhr Schicht hier. Ja, bis 3 Uhr. 3 Uhr? 23 bis 3 Uhr ist es. Wie jedes Jahr. Wir können bis 3 Uhr hier bleiben. Ich dachte, wir müssen um 1 Uhr 8 Uhr. Dann weg die zweite Schicht. Dann weg die zweite Wache. Wir entweder Alarm auslösen oder mir den Vorfall anschauen. Die Sonne ist gerade aufgegangen und wie ihr seht, das Lager schläft noch. Das ist Flag of Franconia, Mittelfranken, Mittelfranconia. Servus! Jetzt ist es wieder runter. Obwohl, wenn man jetzt darüber zieht. Vorsicht.